mention to that, see. Eine Sache, die ich erwähnt habe, so wie, wie ich und viele andere. Wenn ihr die Leerheit realisiert habt, das ist die Leerheit von Form in der Sicht des Bewusstseins, in der Dhammakaya-Meditation, habe ich erwähnt, wie man ein definitives Verständnis der Leerheit machen kann. Kein Phänomen existiert, nicht mal in der Größe eines Atoms von seiner eigenen Seite. Es ist total leer. Ich sagte, die die Leerheit noch nicht realisiert haben, dafür rede ich jetzt. Von hier bis zur anderen Seite des Berges zu gucken, wenn man über die Leerheit meditiert, wenn man irgendwie ist es dann so. Das Gaccha, das Objekt, das es zu widerlegen gilt. Die Meditation über die Leerheit muss leer vom Gaccha sein. Die Meditation über die Leerheit muss so sein, dass man die Leerheit des Objektes der Verneinung erkennt. Das Objekt der Verneinung, so wie die Leerheit. Das Gaccha ist das Objekt der Verneinung, das auf dem Ich zu bestehen scheint. Das Ich, das erscheint, von seiner eigenen Seite und als real erscheint. Von dort her. Also bis von dort her zu existieren. Das Gaccha. Man meditiert über die Leerheit davon. Eine Methode, um zu helfen, ist, wie ich erwähnt habe. You keep the cassette and got kept well. Man bewahrt sich das Ich, das Gaccha, sehr gut innen drin und meditiert über die Leerheit als etwas anderes. So wie wenn man sich einen Berg betrachtet. Als man von hier den Berg ging. Hier, das Ich
das meditiert, das muss man schnappen können, das muss man erfassen können. Das Ich des Meditierenden, das Ich der Meditierende, das ist das Ziel. Die Erscheinung davon ist für uns das Gaktya. Das ist also, es ist das richtige Ich, das über den Dhammakaya meditiert. Dieses richtige, dieses reale Ich, das ist das Gaktya, das zu widerlegende Objekt. Das müsst ihr auch kennen. Erkennt, Gaktya bedeutet, dass dieses Ich falsch ist, das falsche Ich ist, an das wir Tag und Nacht seit anfangslosen Zeiten als das reale Ich glauben. Und jetzt müsst ihr meditieren, dass das falsche Ich ist. Wo wir normalerweise dran glauben, dieses Ich ist real, es ist real. Aber jetzt meditiert, dass es falsch ist. Das ist das Falsche. Nicht sicher, das ist eine Idee. Dass man selbst das falsche Ich ist. Das ist das reale Ich, das über den Dhammakaya meditiert. Das den Pfad zum Dhammakaya benutzt. Das ein richtiges Ich da ist, was das macht. Dieses Subjekt, das ist dieses reale Ich, das ist das Gaktya, das zu verneinende Objekt, das muss als falsches Ich erkannt werden. Das ist das falsche Ich. There is no such thing appeal at that. Es gibt nicht so ein Ding. Es erscheint so, aber es ist wie ein Traum als Traum erkennen, weil es in Realität nicht ein solches Ich gibt. Denn wenn ihr es wirklich erkennt, dass es ein falsches Ich, dass es das falsche Ich ist, dann ist es nur eine Minute. Dann sind es nur ein paar Sekunden. Dann ist es nur ein paar Sekunden davon entfernt, die Leerheit vom Ich zu realisieren. So, Kaswell. In Italien, ich kann mich erinnern, in Italien oder in Holland. Na, Italien kam ich nach Holland. In Maitreya oder Maitreya-Zentrum in Holland. Ich erklärte Ihnen, vielleicht habe ich das schon erzählt, ich weiß nicht, ob ich euch ganz erzählt habe oder nicht, der Tisch. Zuerst schaut man, untersucht man, das ist nicht der Tisch, das ist nicht der Tisch. Das, diese Seite, oder? Oder jede Ecke sieht man, dass das
und überall und dann auch das gesamte Ding ist nicht der Tisch. Und dann sagt man, da ist kein Tisch. Ich habe es schon mal erzählt. Deswegen brauche ich jetzt nicht wieder alles erzählen. Das ist Nihilismus, das ist nicht Meditation über die Leerheit. Ich habe euch diese Geschichte vorher erzählt, ich brauche das jetzt nicht zu wiederholen. Viele Leute denken, dass das die Meditation über die Leerheit ist. Come back. Jetzt kommt zurück. Jetzt schaut eure Sicht des Tisches. Ihr seht den Tisch nicht als lediglich durch das Bewusstsein benannt. Ihr seht den Tisch, als ob er nicht vom Bewusstsein benannt wäre. Ihr seht einen wirklichen Tisch, einen realen Tempel, der von seiner eigenen Seite existiert. Er ist da. Er ist da und er ist nicht dran gekommen. Das ist der falsche Tisch, das Gaksha ist noch immer da. Es ist überhaupt nicht, das ist nicht dran gekommen. Auf die falsche Art und Weise meditiert. Zuerst in die falsche Richtung gegangen. Und dann untersucht ihr eure Sicht des Tisches und stellt fest, dass ein realer Tisch da ist, der von seiner eigenen Seite existiert. Nichts, an nichts dran gekommen. Das ist das Ziel, um zu untersuchen, ob es existiert oder nicht. Der Tisch, der von seiner eigenen Seite existiert. Der existiert nirgendwo. An keinem Atom der Basis des Tisches existiert es. Nirgendwo. Existiert nirgendwo. In keinem Atom der Basis. Jedes Atom es existiert auf keinem Atom. Auch auf keinem dieser Teile existiert es. Auch die ganze Ansammlung der Atome, auch darauf existiert es nicht. Oder existiert er nicht, der Tier?
Dieser reale Tisch existiert von seiner eigenen Seite, wenn man untersucht und überprüft, dann sieht man, dass er nirgendwo existiert. Wenn wir schauen, auch die ganze Gruppe oder auf jedem Atom existiert er nicht. Das ist nicht der Tisch, das ist die Basis der Benennung. Die Ansammlung der Atome, die ganze Gruppe der Atome und die Form, das ist die Basis der Benennung. Das ist die Basis für die Benennung der Tisch. Tisch ist, was benannt wird. Das ist Dakshu. Und die ganze Form und alle Atome einbegriffen, das ist die Basis des Tisches. Das ist die Basis Dakshi. Das ist die Basis, auf die ihr Tisch benennt. Das ist die Basis, auf die ihr Tisch benennt. Das ist sehr wichtig, das zu unterscheiden. Die ganzen Atome, jedes Atom und dann die Ansammlung der Atome und die Form, das ist nicht der Tisch, das ist die Basis für die Benennung Tisch. Das ist das Dakshi, das ist die zu benennende Basis. Was ist der Tisch? Tisch ist Dakshi, ist das, was benannt wird. Das gültige Bewusstsein. Das bezieht sich auf die gesamte Basis, auf die Form, die etwas emporhalten kann, dass diese Funktion erfüllen kann. Ein gültiges Bewusstsein, das sich auf die zu benennende Basis bezieht, benennt lediglich Tisch. In Bezug auf die zu benennende Basis benennt lediglich das gültige Bewusstsein oder schreibt zu, oder schreibt Tisch zu, schreibt das. Das ist das, was der Tisch ist. Bezieht sich auf die Basis. Diese Form kann Dinge hochhalten in Bezug darauf, benennt lediglich das gültige Bewusstsein, lediglich, das heißt, es nichts existiert von der eigenen Seite her,
nennt es lediglich als Tisch. Das ist es, was der Tisch ist. Es ist nichts anderes als das. Es ist extrem fein, extrem subtil. Extrem subtil, extrem fein. So, der Tisch, der Dinge hochhält, man tut Dinge auf dem Tisch, das existiert auch nur als bloßer Name. In Realität existiert das als bloßer Name, lediglich benannt durch das gültige Bewusstsein. So, nichts existiert von seiner eigenen Seite her. So, almost like this. Es ist fast so, so table is merely labeled by the mind, by valid mind. Der Tisch ist lediglich benannt durch das gültige Bewusstsein. Der Tisch, der existiert. So, thinking daily table. Zu denken, dass da ein Tisch ist. Thinking daily table. Zu denken, dass da ein Tisch ist. Yeah. Da, dass da ein Tisch ist. You know? Really one appearing from there. Der Real von da her erscheint, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Yes, it is merely labeled. Ja. Es ist lediglich benannt durch das gültige Bewusstsein in Bezug, in Beziehung zur gültigen Basis. Da Dakshi zur Basis, die benannt werden kann, das ist extrem subtil, genau wie das Ich. Für uns erscheint alles als real. Das Licht, die Lichter. All diese Buchstaben, die von da auf dem Bildschirm her erscheinen, das ist alles Kaktcha. Die von der Seite des Bildschirms her erscheinen, das ist Kaktcha. So you see, when you're driving car, wenn ihr mit dem Auto fahrt, there's a green light, you drive, ist ein grünes Licht, dann fahrt ihr. Und wenn rotes Licht ist, dann bleibt ihr stehen. Relating to the base, in Bezug auf die Basis, der Elektrizität und in Bezug auf die zu benennende Basis, dann benennt euer gültiges Bewusstsein lediglich grünes Licht, rotes Licht. Aber es existiert als bloßer Name. Das ist unwahrscheinlich subtil, unglaublich subtil. So green light there. Es sieht aus, als ob das grüne Licht da wäre und das rote Licht daher. Von da erscheint es, als real von da. Das ist das Gaktcha.
Das existiert nicht. Das, was von da erscheint, existiert nicht. Das grüne Licht von da, das von daher erscheint. Ja. Oder das rote Licht, was von da erscheint. Ja, es ist grünes Licht und rotes Licht. Aber es hat nichts damit zu tun, wie es uns erscheint. Das ist komplett im Gangsha, das ist falsch. Das grüne Licht, rote Licht, das uns erscheint, von daher, das ist falsch. Was sich auf die Basis bezieht. Und benannt, was als gültige Basis und was lediglich benannt wird als grünes Licht, rotes Licht. Ja, das ist da. Ja, da ist grünes und rotes Licht. Und genauso ist es mit dem Ich. Es ist kein Ich von der Seite, von auf den Aggregaten. Von auf den Aggregaten ist kein Ich. Da ist kein Ich. Von auf den Aggregaten ist kein Ich. Man sieht ein Ich von auf den Aggregaten. Das ist das Gaksha, das ist das zu verneinende Objekt. So, that's why I told you. I don't remember that or not. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder nicht. Während der 5 Gottheiten Heruka Retreat auf dem Hügel von Kopan, während der Zeit ein Verständnis. Während der Dhammakaya-Meditation. Dass kein Ich auf den Aggregaten ist. Überhaupt nicht. Überhaupt kein Ich auf den Aggregaten oder von den Aggregaten. Von den Aggregaten oder auf den Aggregaten ist kein Ich, aber da ist. Da ist kein Ich von auf den Aggregaten, von über den Aggregaten. Überhaupt nicht. Aber da ist ein Ich auf den Aggregaten. Es ist sehr kraftvoll, dass Ich, das auf den Aggregaten existiert. Und unter der Kontrolle des Namens. Ich habe mit Kirti überprüft und er hat gesagt, das ist das, nicht das Verständnis der Prasangika, aber der Madhyamika Svatangika, der Rangyupa, das ist das Verständnis deren Leerheit. Von über den Aggregaten ist kein Ich da, aber auf den Aggregaten ist ein
ein Ich. So stark unter der Kontrolle vom Namen. Das Hindernis, die Prasangikas, subtile Leerheit nicht zu entdecken, die rechte Sicht der Prasangikas. Jetzt könnt ihr es klar sehen. Es ist kein Ich. Das ist dasselbe wie mit den Zeilen, dass kein Ich von den Aggregaten ist, aber es ist ein Ich auf den Aggregaten. Das ist ein Ich auf den Aggregaten. Nicht im bloßen Namen, sondern ein reales Ich auf den Aggregaten. So kraftvoll unter der Kontrolle vom Namen. Was du sehen musst, dass kein reales Ich. Da ist kein Ich auf den Aggregaten. Das reale Ich auf den Aggregaten, das ist das Gatcha. Das ist korrekt für die Svatantrika, aber für die Prasangika ist es total falsch. Für die Prasangika ist es das Gatcha. Das ist das Objekt der Verneinung für die Prasangika. Weil sie realisieren müsst, dass es nicht da ist. Was ihr verstehen müsst, ist, dass dieses reale Ich nicht da ist. Dass ein reales Ich auf den Aggregaten so stark unter der Kontrolle vom Namen, wenn ihr realisiert, dass das nicht da ist, dann realisiert ihr die Prasangika. Die subtile, korrekte Sicht der Prasangika. Die subtile Leerheit der Prasangika. Der reale Tisch, der wirkliche Tisch, erscheint euch, nachdem ihr die nihilistische Meditation gemacht habt, und wenn ihr dann schaut, dann erscheint der reale Tisch. Ihr habt nie das Objekt der Verneinung, das Gatcha, berührt, den realen Tisch. Indem ihr an das Konzept, wenn man dieses Konzept glaubt, dann schafft ihr die Ursachen für Samsara. Das schafft das Leiden für Samsara.
Dieser wirkliche Tisch, der euch erscheint. Das nicht lediglich durch das Bewusstsein benannt ist. Der nicht lediglich durch das Bewusstsein benannt ist. Nowhere exists. Existiert nirgendwo. Das ist eine totale Halluzination. Es ist total falsch. Es ist nicht da. Eine totale Halluzination. Ist wie ein Traum. Wie eine Illusion. Es ist überhaupt nicht da. Man kann das sagen. Das ist die Leerheit. Emptiness of the Gacchaka. Ist die Leerheit des Gacchaka. The emptiness of Gacchaka. Die Leerheit des Gacchā, des wirklichen Tisches, des realen Tisches. Das andere Ding ist, der wirkliche Tisch erscheint euch wegen des negativen Eindrucks, der in der, im Bewusstseinsstrom hinterlassen wurde, seit anfangs los und wieder gebuchten. Dieser negative Eindruck wurde durch die Unwissenheit hinterlassen und vertraut darauf, dass der Tisch wirklich existent ist. Diese Ignoranz, diese Unwissenheit liegt, den negativen Eindruck auf dem mentalen Kontinuum seit anfangslosen Geburt. Dann nach der ersten Sekunde, nachdem das Bewusstsein Tisch benannt hat, nachdem er die Basis gesehen hat, dann hat er lediglich Tisch benannt, dann direkt nach der ersten Sekunde, Dann dekoriert dieser negative Eindruck auf den lediglich benannten Tisch in der nächsten Sekunde, in den nächsten Bruchteil der Sekunde. Der negative Eindruck dekoriert das als real, projiziert das Reale in Übereinstimmung von den drei Reinigungen von Heruka. Auf den lediglich benannten Tisch, in der ersten Sekunde wird durch den negativen Eindruck real dekoriert, als real dekoriert. Und dann erscheint der reale oder der wirkliche Tisch. Ah, so, das ist es. Und dann das in der dritten Bruchteil der Sekunde, dann vertraut unser Bewusstsein, die Unwissenheit vertraut dem als real, als 100%. Das ist Unwissenheit, dann so schaffen wir Unwissenheit. So, when you do something with the mind, when you do the eye,
wenn wir das mit dem Ich machen, in der dritten Bruchteil der Sekunde, vertraut die Unwissenheit diesem Ich als wahr. Das ist die Wurzel des Samsara. Und das Leiden des Schmerzes, der Veränderung, und das alles durchdringende, zusammensetzende Leiden, die Ursache davon, diese Unwissenheit, ist die Unwissenheit, die dem realen Ich, das erscheint, traut, sie dem vollkommen anvertraut. Ihr könnt also sehen, das ist eine totale Halluzination. Ist sogar das dritte, diese dritte Stufe, wie das zustande kommt, wie diese Halluzination zustande kommt, indem ihr die Erklärung durchnehmt, denn das beweist 100%, dass das eine Halluzination ist. Was ich jetzt sagen wollte, das war das, ich habe das vergessen. Das andere Beispiel, eine andere Art und Weise. Das. In Bezug auf das Ich. Wenn ihr während um es mehr effektiv zu machen und es klar zu kriegen, wenn ihr den gewöhnlichen Tod in den Pfad zum resultierenden Dhammakaya zu nehmen und dann anstatt nie wenn ihr nie die Leerheit berührt, oder wenn, ob ihr jetzt an die Leerheit denkt oder nicht, oder wenn ihr daran denkt, dann ist es vielleicht Nihilismus. So viele Leute, für mich ist es sehr schwer, dann in dem Moment wirklich über die Leerheit zu meditieren. Wir denken, wir würden über die Leerheit meditieren, aber es ist nicht wahr. Das ist meine falsche Ansicht. Das reale Ich, das meditiert, das wird bewahrt. Das wird intakt bewahrt. Das bleibt intakt und wird nicht berührt. Das wird nie als Ziel benutzt. Und dann sogar der Raum, der euch erscheint, wird als wirklich existent bewahrt. Da wird nie als leer erkannt oder nie als leer darüber meditiert. Ihr seht nie die Leerheit. Es sei denn, es gäbe welche, die fähig sind, über die Leerheit zu meditieren, und dann beenden wir unser Leben damit. Ihr müsst Zeit damit verbringen, da zu experimentieren. Aber Leute wie ich, die tun das dann nie. Was ich jetzt sagen wollte, um es klarer zu machen, effektiver für euer Bewusstsein. Die Aggregate zuerst richtet euer das,
das Bewusstsein, was sich fokussiert, das Ich. Das Ich, was meditiert, das ist das ledigliche, benannte Ich. Macht nicht zu schnell, macht es sehr präzise. Meditiert darüber. Ist sehr wichtig, das klar zu kriegen, darüber zu meditieren. Wie das Ich in Realität ist. Es ist ungeheuer subtil, es ist nicht, dass keins da ist. Da ist ein Ich, aber es ist so unglaublich subtil. Es ist, weil in Tibet sehr viele Gelehrten meditieren, denn die vielen in den Nihilismus oder in den Eternalismus. Entweder sie glaubten an ein reales Ich oder sie fielen in den Nihilismus. Wenn ihr das seht, seht, was das Ich ist, was lediglich durch den Namen benannt ist, das ist leer von Nihilismus. Es ist leer von einem nicht existierenden Ich und ist leer von einem wirklich existierenden Ich. Es ist leer. Es ist frei von einem nicht existierenden Ich und von einem wirklich existierenden Ich. Und dann seht ihr den mittleren Weg. So muss es sein. So wie wenn man sagt, Form ist Leerheit und Leerheit ist Form. So seht ihr auch das Ich im mittleren Weg. Das ist wichtig. Es ist so unglaublich subtil. Dann in der nächsten Bruchteil der Sekunde. Dann ist ein negativer Eindruck auf dem Bewusstseinsstrom seit anfangslosen Zeiten, der dekoriert. Ein reales auf das lediglich benannte Ich. Dekoriert das Reale auf das lediglich benannte. Das macht das Gaccha klar jetzt. So now, go back to the meditation, go back. Jetzt geht zurück zur Meditation. Das wird euch helfen, etwas klar zu machen. Kriegt eine Idee von der Leerheit. Negation of the die Verneinung des Gaccha, des realen Ich. Kriegt eine Idee davon. Es hilft, das Bewusstsein, das das sieht, erfährt Wonne, endlose, unglaubliche Wonne, nicht dual mit der Leerheit. Das ist mein zukünftiger Guru Vajrayogini. Ah,
heiliges Bewusstsein der Makaya des Resultates. Das bin ich. Okay, ja. So, so just to help meditation, I'm bring up this. Also nur um der Meditation zu helfen, für uns Anfänger, so wie ich, etwas klarer zu machen. Ansonsten wird es, sonst fehlt der Teil der Lehre bei dieser Meditation. Oder es werden nur Worte. Vielleicht höre ich hier auf. Es war nur ein bisschen zu helfen, um die Meditation klar zu machen.